Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Dornröschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Hallo von Dornröschenwolle und herzlich willkommen zum Garngeplauder an diesem herrlichen Freitag. Das Garngeplauder ist natürlich auch am Samstag und am Sonntag noch total frisch. Also wenn du am Wochenende schaust, dann wünsche ich dir einfach alles Gute, alles Liebe in dein Wochenende. Genieß es. Gönn dir was Schönes. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Wer letzte Woche geschaut hat, weiß, dass ich jetzt einen Wasserkocher habe hier im Atelier. Hat mir meine Tochter zum Geburtstag geschenkt, weil sie fand, dann kann ich es mir mal so ein bisschen gemütlich machen. Das hat in der letzten Woche nicht geklappt. Also, um es mal gleich so zu sagen, ich glaube, ich habe zum letzten Garngeplauder die letzte Tasse Tee getrunken hier. Und ansonsten gibt es hier eben mal schnell Wasser zwischendurch. So viel zur Gemütlichkeit einer Handfärberin im Atelier. Nein, ich könnte schon, während ich eure E-Mails beantworte, mir einen Tee machen, aber. Ja, mach ich mir nicht. Mal gucken. Also, das könnte ja noch mal anders werden. Demnächst gemütlicher auf jeden Fall. Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viel gefärbt in der letzten Zeit. Noch nicht alles ist trocken. Also, es gibt dann in der nächsten Woche auch noch frisch gefärbte Wolle. Also, die Wolle-Seide hat es noch nicht geschafft, in dieser Woche so schnell zu trocknen, wie ich das gern gehabt hätte. Das ist jetzt nicht ganz tragisch. Ihr wartet ein kleines bisschen und dann irgendwie. Anfang der Woche, Mitte der Woche gibt es dann eine Menge frisch gefärbte Wolle mit Seide. Und heute gibt es ganz frisch gefärbt wirklich viel Big Suri Fluff. Das ist dieses Garn, aus dem ich diesen Pullover gestrickt habe. Und ich weiß von euch, alle, die einmal Big Suri Fluff auf den Nadeln hatten, werden es einfach weiter, also lieben, lieben, lieben es. Es ist einfach total schön und werden weiter damit stricken. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch einen weiteren Pullover stricken. Der ist total schön. Ich liebe das. Der ist einfach leicht und so kuschelig und trotzdem nicht so wahnsinnig heiß. Also der ist warm, ohne heiß zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also ich mag den jedenfalls unglaublich gerne und ziehe den einfach gerne einfach mal eben fix über. Ich habe für meine Tochter einen gestrickt und für die Freundin meines Sohnes einen gestrickt. Also für beide Töchter habe ich einen gestrickt und für die Freundin meines Sohnes habe ich auch einen gestrickt. Und auch die lieben den Pullover aus diesem Garn sehr. Und deswegen gibt es das Garn jetzt wieder frisch gefärbt im Dornröschenwolle-Shop. Ich habe einen Roundabout draus gestrickt von Nicolor. Das ist einfach ein. Ja, so ein Rundpassen-Pullover von oben und du kannst ihn mit jedem Garn stricken, weil das einfach so eine universelle Strickanleitung ist. Das mag ich sehr, sehr. So, dass das einfach immer passt. Das ist super easy auszurechnen. Also sie hat das wirklich richtig gut erklärt. Oder du kannst eine Strickjacke draufstricken. Nicolor hat auch ganz schöne so Strickjacken entworfen, wenn du auf Ravelry mal stöbern willst. Da gibt es eben auch Strickjacken, die auch aus diesem wunderbaren Big Suri Fluff gehen. Ich habe den Rieke Sweater, glaube ich, heißt er. Ich packe die Strickanleitung drunter, den Link zur Strickanleitung drunter von Rosa P. für meine Tochter, die in Kasachstan gerade noch ist, und für die Freundin meines Sohnes gestrickt. Ja, das ist auch sehr, sehr schön geworden. Und ich überlege gerade, ob ich mir eine Strickjacke stricke aus diesem Garn, jetzt gerade, wo es so wahnsinnig viele schöne Farben gibt, oder ob ich mir auch so ein Sweater stricke, wie ich den beiden gestrickt habe. Ich bin gespannt, was es wird. Ja, hier sind so ein paar Färbungen dabei. Da juckt es mich mega in den Fingern. Also eigentlich juckt es mich bei jeder dieser Färbungen mega in den Fingern. Es sind jeweils fünf Stränge von einer Farbe, sodass die einfach für einen so ein Projekt gut reichen. Die Lauflänge liegt bei, ich habe sie alle hier und zeige sie euch gleich. Die Lauflänge liegt bei 260 Meter auf 100 Gramm. Ich habe sie mit diesem Pullover mit Fünfernadeln gestrickt, den für meine Tochter und die Freundin meines Sohnes mit 4,5er Nadeln. Das hat sehr gut geklappt und ist so richtig, richtig schön geworden. Und ja, ich glaube, ich würde 4,5er nehmen das nächste Mal. Ich stricke wahnsinnig locker. Also da musst du gucken, wenn du nicht ganz so locker strickst, dass du vielleicht eine 5er Nadel nimmst. Am besten du probierst es aus, machst dir eine kleine Maschenprobe und guckst, was dir gefällt.
Ja, Big Suri Fluff ist ein wunderbar weiches Alpaka-Garn. Das hat 74% Alpaka, 22% Schurwolle und 4% Polyamid. Den Polyamidanteil wird dafür gebraucht, um den Faden stabil zu haben. Ja, ich habe ganz, ganz schöne neue Färbungen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas Weiches in der Hand hattet. Also ich bin jedes Mal unglaublich entzückt, wie weich das ist. Das kratzt überhaupt nicht. Das ist einfach nur kuschelig. Nur kuschelig. Diese Farbe heißt Blau machen. Und auch daraus kannst du dir mit diesen 5 Strängen wunderbar eben einen Pullover stricken oder eine Strickjacke. Du kannst aber auch Natur nehmen. Die gibt es auch im Narrosin-Wolle-Shop. Und schau mal, wie der Flaum ist. Das ist doch wohl unglaublich. So schön. Natur. Ich habe den Pullover für meine Tochter und genau den gleichen für die Freundin meines Sohnes gestrickt. Und die habe ich beide aus Natur gestrickt. Diese Farbe ist Lehne. Das ist zärtlich. Es gibt so ein schönes Bund. Also auch das wird richtig, richtig, richtig schön. Auch als großes Strickstück. Das ist reine Freude. Und ich denke, das ist wirklich reine Freude. Du kannst natürlich auch ein Poncho draus stricken. Also wenn du einfach diesen ganz einfachen Poncho stricken möchtest, den ich jetzt immer anhatte, den man wunderbar aus der dicken Merino-Wolle stricken kann eben und aus der mit Yak da vorne hängt, deswegen schaue ich da immer so hin. Da kannst du natürlich auch aus diesem Suri Fluff das machen. Wenn du das möchtest und möchtest die Strickanleitung dazu haben für den ganz einfachen Poncho, dann schreib mir das mit runter in die Bestellung. Ich packe dir den gern einfach so kostenlos mit dazu. Die ist wirklich so einfach. Wenn du das möchtest, kannst du das gern haben. Reine Freude. Dann ist hier einmal noch diese wunderbare Farbe. Die liebe ich auch sehr, sehr, sehr. Dann haben wir, das ist die Färbung, die ich gerade trage. Die heißt Schönheit. Und so sieht es verstrickt aus. Ich mag es. Ich mag es wirklich, wirklich. Und ich finde, das macht auch irgendwie lebendig. Also jedenfalls mich. Dann gibt es das Ganze ein bisschen wärmer, ohne dieses Magenta da drin. Das heißt orange-rotes Leuchten, weil das wirklich so ein Leuchten hat. Also wirklich ganz, ganz schön. Ja, weiter geht's mit dieser Farbe. Das ist meine Zeit. Auch ganz schön. Ja. Und damit es nicht so langweilig wird, ich habe hier noch eine ganze Kiste neuer Farben, zeige ich euch jetzt gerade mal die beiden, also so ein Foto von meiner Tochter und von der Freundin meines Sohnes. Einfach, dass du mal gucken kannst, wie der Pullover an ihnen aussieht und dann weißt du auch gleich, welcher Pulli das ist und kannst einfach mal gucken, ob du vielleicht Lust hast, auch so einen zu stricken. Bis gleich, dann geht's hier weiter mit den Farben. Ja, das war's. Ich hoffe, du konntest das erkennen. Man kann so ein Video ja auch mal kurz zurückspulen, wenn man es noch mal ein bisschen genauer sehen möchte. Oder aber auch kurz anhalten, dann hast du es einfach da auch noch mal ganz genau. Oder du abonnierst den Newsletter. Das ist überhaupt eine gute Idee. Ich packe den Link zur Newsletter-Anmeldung hier auch noch mal unten rein. Im Newsletter hast du dann die Fotos einfach so, dass du sie dir einfach da auch noch mal richtig, richtig gut angucken kannst. Da kannst du auch noch mal ein bisschen was lesen über die Garne, kurz zusammengefasst. Da gibt es auch noch mal andere Inspirationen. So, dass du einfach da einfach mal gucken kannst. Und am Mittwoch, also gibt es diesen kleinen Gruß zum Mittwoch und am Freitag gibt es ein Newsletter. Also Mittwoch einen ganz kurzen, so wie das hier mit den Videos auch ist. Und am Freitag ein bisschen ausführlicher, aber auch nicht wirklich erschlagend. Also ja, lohnt sich da reinzugucken, wenn du Rabattaktionen mitbekommen möchtest, neue Farben sehr schnell sehen möchtest, die neuen Workshop-Termine dich interessieren. Und all diese Dinge und ein paar Inspirationen eben auch immer ganz spannend sind für dich, dann abonniere gerne den Newsletter, dann bist du einfach direkt gut informiert. Du bekommst im Newsletter auch immer den Link zu den jeweiligen Videos. Also von daher ist das so eine
runde Sache und vielleicht hast du einfach Lust, da einfach nochmal dich einzutragen zum Newsletter. Unter dem Video ist auch der Link zum Dornröschen-Wolle-Newsletter. Ja, weiter geht's mit den allerschönsten Farben. Das ist wolkig bis heiter. Genau. Diese Farbe heißt Am Meer. Mag ich total. Und dann gibt es Neptun. Und da ist, das ist wirklich so eine schöne Blau-Grün-Kombination für alle, denen das steht. Das ist einfach richtig, richtig toll. Und das Garn ist nicht nur mega weich, also auch in diesen Farben, da strickst du dir ein Lieblingsstück. Ganz sicher. Diese Farbe heißt Wasserspiele. Ist ein bisschen lebendiger, auch schön. Dann haben wir hier Mauve. Finde ich ganz, ganz toll. Auch so eine schöne harmonische Farbe. So sieht's aus. Ja, weiter geht's mit dieser hier. Neptunsreich. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt noch mal was stricke, ich nehme so einen blau-grünen Ton. Davon gibt es allerdings dann noch einen, sodass mir die Entscheidung schon schwer fällt. Also wenn du dich gerade in einen verliebt hast, dann schau einfach mal. Der hat hier so ein richtig, richtig leuchtendes, fast Neongrün. Leuchten im See heißt das. Ganz schön. Also damit, ja, weiß ich nicht, das unterstreicht einfach alles. Das ist so und so ein schönes Garn. Dann gibt es hier was Sanfteres, wenn du das lieber magst, Strandspaziergang. Und es gibt jeweils 5 Stränge von einer Farbe im Moment. Also wenn du 5 Stränge hast, reicht auf jeden Fall bis Größe 44, 46 mit Sicherheit. Probiere dich einfach aus. Ich habe für den Pullover keine 400 Gramm gebraucht. Aber ich bin auch nicht so groß. Also da muss man vielleicht einfach auch nochmal gucken. Aber er ist sehr weit. Ein Hauch mit Rose. Finde ich auch ganz schön, so zart. So ein paar kleine zarte rosa Stellen sind in diesem Hauch. Diese Farbe heißt Am Strand. Dann haben wir hier nochmal so ein semi-solides Zartblau, als beinahe semi-solid. Ganz schön. Ich mir auch sehr gut vorstellen. Das sind Schatten. Das ist Schatten. Finde ich auch ganz schön. Und 2 hat es noch. Erstmal diese hier, das ist rosa. Das macht auch ganz, ganz schön. Ganz, ganz schön Pulli oder Strickjacke, was auch immer du möchtest. Und diese Farbe heißt mit Aprikose. Ja, das ist die Big Suri Fluff. Ich werde am Wochenende mal wieder mit der Bahn unterwegs sein. Ich fahre nach Erfurt, meinen Bruder besuchen, der hat Geburtstag. Und habe auf der Bahn, fand ja ganz schön viel Strickzeit dann, das finde ich immer ganz schön. Und würde natürlich gerne was Angestricktes mitnehmen, aber ich bin nicht ganz sicher, dass ich das vorher noch entscheiden kann. Also ich finde immer, wenn ich hier so unterwegs stricke, dann möchte ich gerne, dass es einfach ist. Also so mega, mega einfach. Also ich möchte gerne, dass der Anfang gemacht ist, dass nichts, was ich dann noch umrechnen muss, sondern dass ich es einfach rausnehmen kann im Zug, stricken, geradeaus, ohne nachzudenken und vielleicht die Landschaft dabei noch vorbeifahren sehen oder vorbeiziehen sehen, wenn ich vorbeifahre, die fährt ja nicht. Also die Landschaft fährt nicht, ich fahre ja, genau. Oder wir fahren, der Zug fährt. Ja, und dann mag ich einfach total gerne da was möglichst Simples stricken, was mich immer dazu verleitet, Socken zu haben. Also ich habe auch schon einen Pullover angeschlagen auf der Fahrt, also ganz neuen Pullover mit ausrechnen, wie viele Maschen ich brauche. Auf der Fahrt nach Berlin. Das war ziemlich voll im Zug und das ging soweit ganz gut. Allerdings musste ich ihn dann zum Ende der Strecke wieder aufmachen, weil ich mich komplett verrechnet hatte.
Das macht ja immer nicht so einen Spaß. Also habe ich einfach gerne den Anfang schon mal gemacht und nehme es dann einfach so mit. Noch dazu kommt, dass ich möglichst nicht so viel Gepäck mitnehmen will. Also ich träume davon, einen kleinen Rucksack zu haben. Ja, und da muss ich mich dann sehr beschränken, weil ich würde schon auch noch gerne ein Buch mitnehmen und dann vielleicht noch was zu stricken. Da muss ich halt gucken, dass ich möglichst eben nicht 3 Projekte einpacke, sondern vielleicht 1. Und vielleicht mir gut überlege, wie wahrscheinlich es sein wird, dass ich an so einem Wochenende in Erfurt, wo man wahnsinnig viel angucken kann, wo ich sehr viele Menschen treffen werde, also sprich meinen Bruder und seine Familie und meine Eltern werden da sein und so, wie das eben bei so einem Geburtstag so ist, dass ich mir da noch ganz viel Zeit nehme, um wirklich zu stricken. Also das ist halt so die Frage. Also werde ich wahrscheinlich im Zug stricken. Und dann kommt es auch drauf an, wie voll der Zug ist, wie viel Platz da ist. Ja, und vielleicht ist es dann einfach klug, dass ich mir Socken mitnehme, also ein Sockenprojekt. Aber das Problem ist, dass ich ja jetzt diese wahnsinnig schöne Biksuri Fluff hier habe. Und dass die so verlockend ist, dass ich nicht genau weiß, ob ich es schaffe, sie nicht anzustricken. Und dann müsste ich mir überlegen, möglichst sofort heute Abend, welche Farbe es sein soll und was ich überhaupt stricken möchte. Und das finde ich ganz schön viel, so viel zu entscheiden. Genau. Ach, sehr spannend, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Wahrscheinlich nehme ich Socken mit. Ach, mal gucken. Genau, Socken. Ich habe Socken gerade auf den Nadeln. Und zwar gab es ja zur letzten Woche im Shop Update ganz, ganz, ganz viel schönste Sockenwolle. Und da musste ich unbedingt ein paar anstricken. Einen Strang anstricken. Und ich habe mich für die Waldelfe entschieden. Das ist dieser hier. Das ist die Waldelfe. Weil, ich weiß nicht warum, hat mich total angesprochen. Und da habe ich jetzt diesen Socken draus gemacht. Finde ich total schön, wie die mustert. Also ich mag es total. Ich war beim Stricken schon mega begeistert und habe gedacht, ach wie schön. Und ich stricke ja meine Socken immer, also wenn gewöhnlicherweise, sagen wir es mal so, stricke ich Socken 3 Maschen rechts, eine Masche links mit 2er Nadeln. Also ich stricke mit 2,0er Nadeln, weil ich ja so locker stricke. Ganz viele Menschen stricken nicht mit 2er Nadeln, ich schon. Sonst wird es so, so, so locker. Das ist kein Socken. Das geht gar nicht. Und weil ich dann immer noch so locker stricke, auch mit diesen 2er Nadeln, nehme ich 14 Maschen pro Nadel. Das reicht mir. Genau. Und am Fuß stricke ich dann 3 Maschen rechts, eine Masche links, nur oben und unten die Sohle glatt rechts. Und eine Ferse, von der ich nicht weiß, wie sie heißt, aber sie stricke ich schon viele Jahre. Ja, so ist es. Das ist mein gewöhnlicher Socken. Und ich habe aus der Waldelfe schon den 2. angenadelt. Das ist ja immer so das Problem, wenn ich nicht schnell genug den 2. anschlage, bleibt der 1. alleine. Und das soll er ja nicht. Und deswegen habe ich ganz schnell den 2. angeschlagen, egal wie müde ich war, und ich war ziemlich müde, habe ich einfach den noch schnell gemacht. Gestern Nacht. Abends spät. Ja, also das wird wahrscheinlich fertig werden in Erfurt, nehme ich mal an, oder auf der Fahrt nach Erfurt, denke ich jetzt mal. Und dann werde ich mal schauen, was als nächstes auf die Nadeln darf. Vielleicht eins von diesen wunderbaren Sockenwollen, die gerade noch frisch gefärbt in den Röschenwolle-Shops sind. Butterblume zum Beispiel mag ich auch. Butterblumenwiese mag ich sehr, sehr, sehr.
und gefällt mir außerordentlich gut. Oder ich nehme mir eins von diesen Sets mit, wo man die Ferse, das Bündchen und die Spitze absetzen kann mit einem Kontrast. Finde ich auch gerade richtig, richtig schön. Morgenhimmel heißt diese Färbung. Ich habe hier ein paar Socken da draus. So sieht es dann aus. Also so könnte man das machen. Genau. Wenn man denn mag, kann man das so stricken. Da gibt es noch mehr von. Also es kann auch knallig sein. Mit Sprenkeln finde ich mega schön. Gerade jetzt so zum Frühling. Das heißt auch ein Gruß vom Frühling. Ja. Daraus so ein paar schöne Socken oder du nimmst Frühlingsvergnügen. Das finde ich auch ganz, ganz hübsch. Einfach auch, weil das Rot nochmal ein anderes ist als das, was im Socken ist. Das ist einfach auch nochmal so schön, setzt sich das dann ab. Finde ich ganz, ganz schön. Genau, oder ich nehme mir, nee, den hatte ich schon, die habe ich schon gestrickt. Die sind hier, die habe ich schon gestrickt. Konnte ich auch nicht anders, als den Ladies-Abend anzustricken und zu stricken und sehr zu genießen. Und ja, das sind die Socken aus dem Ladies-Abend. Mag ich auch sehr. Genau, so sehen sie aus. Ja, es gibt noch mehr schöne Sockenwollfarben im Dornröschen-Wolle-Shop. Das ist die perfekte Welle. Diese Farbe ist Vogelgezwitscher, ein perfekter Tag am Meer. Der lockt mich auch sehr, finde ich auch ganz, ganz schön. Die Kombi mag ich wirklich leiden. Hier gibt es diese ganz hellen, sanften, ein Morgen an der See. Das hier ist Ich bin eine Schönheit. Meine Zeit. Mag ich auch sehr. Konfetti hilft bei Regen. Wer braucht das nicht? Das ist dieser Strang mit diesen schönen Sprenkeln. Und einmal Geburtstagsparty. Ja, das sind die neuen Farben Sockenwolle im Dornröschenwolle-Shop. Die sind sozusagen jetzt eine Woche da, also sind sie noch neu. Ja, und jetzt trinke ich euch hier mal so einen Tee vor. Ich hoffe, ihr habt auch was Gemütliches dabei. Das macht es doch irgendwie auch ganz noch ein bisschen schöner, dieses schöne Hobby, das Stricken. Ich habe euch noch mal die Sale-Tüten mitgebracht. Es gibt ganz schöne Tüten im Sale. Und zwar sind das Kombinationen von Garnen, die ja wunderbar sind. Und ich habe die einfach zusammengestellt und in einer Tüte, so in einem Paket zusammengefasst, so dass du einfach mal gucken kannst, welches davon dir gefällt. Die sind ein bisschen günstiger im Preis, so dass es auch wirklich schon sich lohnt und du kannst halt einfach mal reinstöbern. Ich habe mal ein paar mitgebracht, dass du einfach mal reingucken kannst in so eine Tüte. Das heißt, ich hole es mal raus. Knister, knister. Das zum Beispiel ist eine von diesen Sale-Tüten. Das ist Merino Pur. 100% Merino-Wolle, Mulesing-frei, wie alle Garne im Dornröschen-Wolle-Shop. 4 Stränge und die hat einen super Sonderpreis, also schau einfach da gerne mal rein. Oder du kannst in dieser Tüte haben wir Single Merino in ganz schönen, sanften, hellen Farben. 3 Stränge. Kannst du dir ein schönes Tuch draus stricken zum Beispiel auch. Auch ist hier eine der Sale-Tüten. Oder ich habe noch eine mitgebracht. Das ist dicke Merino pur. Auch 4 Stränge. Die sind auch toll für Babysachen zum Beispiel. Ja, einfach total schön. Geh mal stöbern. Da gibt es noch viele andere Tüten im Sale. Das lohnt sich, da einfach auch nochmal durchzustöbern. Ja, und dann wollte ich euch nochmal erzählen, wenn ihr in der letzten Zeit bei mir Wolle bestellt habt im Dornröschen-Wolle-Shop, kann das gewesen sein, dass du so ein kleines Pröbchen Waschmittel dazu bekommst, als kleine Mitreingabe von dem Eukalan.
Das ist das Waschmittel. Das hier. Das gibt es in 500 Milliliter Flaschen oder in 100 Milliliter Flaschen im Dornröschenwolle-Shop einfach so zu kaufen. Und das ist das, wo ich auch all die handgefärbten Stränge drin bade, bevor ich sie verschicke. Und ich mag das sehr, weil das einfach pflegt, rückfettet, weil das einfach richtig gut für die Wolle ist. Du brauchst das gar nicht auszuwaschen. Du kannst einfach dein Strickstück da reinlegen und dann kannst du es da drin liegen lassen. Und eine Stunde später nimmst du es raus, drückst es ordentlich aus und ziehst es in Form und lässt es trocknen. Ich tue es auch damit in die Waschmaschine. Also ich gebe auch einen kleinen Schuss davon mit in den Wollwaschgang der Waschmaschine, wenn ich so Wollsachen wasche. Also ich mag das wirklich sehr, dieses Eukalan, und es duftet auch einfach ganz wunderbar. Also, das ist Jasmin. Das ist wirklich, es riecht wirklich, wirklich gut. Jasmin, Lavendel gibt es. Also auch in groß, Lavendel. Dann gibt es Eukalyptus und Grapefruit. Und wenn du gar keinen Geruch magst, was ich auch gut verstehen kann, dann kannst du das Ganze als unparfümiert kaufen. Genau, das sind die Flaschen Eukalan. Die schicke ich gerne mit, wenn du sie mitbestellst. Und ja, dann kannst du deine Sachen einfach, deine Strickstücke, zum Beispiel aus diesem wunderbaren Bixuri Fluff, einfach ganz wunderbar waschen und baden da drin und genießen, wie schön es duftet, wie schön es rückpflegt, deine Wollsachen. Ja, wenn du magst, schau doch mal rein, und wenn du gerne möchtest, komm doch zu einem Workshop. Die sind einfach, also ein paar Plätze sind noch frei in diesem Frühling Richtung Sommer. Ich glaube im Juli und im Juni gibt es noch Plätze. Schau einfach mal, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier vorbeikommst. Wir machen uns einfach einen richtig, richtig schönen Tag, und dann kannst du ganz viel Wolle, so viel du magst, selber färben. Das heißt, so viel du magst, natürlich gucken wir, wie wir Zeit haben und was so hinkommt. Gewöhnlicherweise schafft man die, oder schaffst du die Wolle zu färben für ein größeres Projekt, ein Pullover oder ein großes Tuch oder eine Strickjacke, und dann vielleicht noch in der zweiten Rutsche, das haben wir bis jetzt immer geschafft, reicht die Zeit noch für einmal Sockenwolle oder noch für ein kleines Tuch. Ja, das ist einfach immer richtig, richtig schön hier. Also für mich ist es total schön. Ich meine nicht, dass ihr kommt, um dass ich es schön habe, vielleicht auch. Aber ihr habt es auch total schön. Also wir haben es einfach nett zusammen. Richtig, richtig nett zusammen. Es waren immer so nette Menschen hier. Wir haben einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Wir machen es uns gemütlich. Wir stricken in den Zeiten, die so die Wolle braucht, um einzuweichen und warm zu werden, wieder abzukühlen. Da sitzen wir hier und stricken und tauschen uns aus, und zwischendurch gehen wir Wollebund machen, und du kriegst einfach ganz, ganz viel so Wissen mit über Wolle und Farben, und ja, ist einfach wirklich ein schöner, schöner Tag von 11 bis 17 Uhr am Samstag. Schau einfach mal rein in den Shop, da gibt es die Rubrik Workshops und da kannst du die Termine sehen. Freue ich mich, wenn du dazu kommst. Und ansonsten schau gern vorbei auf Instagram, auf Facebook, schau gern vorbei in der Ravelry-Gruppe. Es ist so schön, wenn man sich über dieses Hobby, das Stricken, austauscht und einfach wir gemeinsam sind. Und lass mir gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat, schreib mir einen Kommentar dazu. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist wirklich ein bisschen verrückt, hier zu sitzen und in die Kamera zu labern. Und ja, ich hoffe dann immer, von euch eine kleine Reaktion zu bekommen, dass ich nicht so wie in einen luftleeren Raum spreche, sondern dass ich einfach weiß, dass da Menschen sind, die mir zuhören und die das interessiert. Also schreibt gerne nochmal rein. Ich lese das alles. Ich habe auch gelesen, den Vorschlag, euch mal mitzunehmen in die Färbeküche. Ich bin nicht sicher, wie das gelingen kann, aber ich habe es gelesen, und vielleicht wird es irgendwann mal. Ansonsten komm vorbei zu einem Workshop. Die Leute kommen auch von weit, weit weg. Man kann hier in Nienburg wunderbar ein Wochenende bleiben und es genießen. Es ist eine kleine, süße, norddeutsche Kleinstadt. Also wirklich ganz gemütlich. Und ja, ich freue mich, wenn du reinschaust in den Dornröschenwolle-Shops, dir deine Wolle kaufst und reinschaust hier ins Atelier. Es ist jetzt gewöhnlicherweise am Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr geöffnet. Also schau einfach, ob du da vielleicht mal Zeit hast. Steht aber auch auf der Startseite im Shop. Also guck einfach da nochmal nach. Und ja, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Genieße es sehr. Mach was draus. Bis ganz bald. Deine Christine.